Bei Gowannen und herzlich willkommen zur 7. Folge von Tolkien chronologisch. In der letzten Folge haben wir uns die Gräueltaten von Morgoth angesehen, wie er mit Hilfe der Spinne Ungoliant die Bäume Telperion und Laurelin zerstört hat und sich die Silmaril mit nach Mittelerde genommen hat. Was dann die Elben daraufhin taten, das seht ihr in diesem Video. Meine Quellen für dieses Video sind das Silmarillion, Morgoth's Ring aus der History of Middle-earth und Nachrichten aus Mittelerde. Ab sofort wird unten immer eingeblendet, von wo die Information stammt. In der Videobeschreibung ist nochmal meine Buchausgabe mit ISBN drin, um die Seiten abgleichen zu können. Die Jahreszahlen kommen aus Morgoth's Ring, The Annals of Aman. Melkor war nun über die Helcaraxe nach Mittelerde geflohen, hatte die Silmaril in seinem Besitz und hat Ungoliant abgewehrt. Nachdem Feanor in Aman davon erfuhr, dass die Silmaril gestohlen und sein Vater erschlagen war, ging er vom Eselohar zurück in die Stadt Tirion und verkündete eine große Rede und das, obwohl seine Verbannung aus der Stadt noch nicht aufgehoben war. In dieser Rede wettete er gegen das Unvermögen der Valar, die Elben zu schützen und darüber, dass sich die Elben wieder in ihre Heimat nach Mittelerde aufmachen sollten, dass sie dort ein freies Volk seien und es ja in Aman und in Mittelerde dunkel war, also war es egal, wo sie waren. Nicht wie vorher, als nur in Aman das Licht der Bäume war. Zudem nannte er alle Feiglinge, die in der Stadt bleiben wollten. Des Weiteren sprach er davon, sich die Silmaril zurückzuholen. Und daraufhin schwor er einen Eid. Seine 7 Söhne taten es ihm gleich. Dieser Eid wird im Silmarillion nur indirekt angesprochen. In Morgoth's Ring findet sich dieser Eid aber komplett ausgesprochen. Rechts hier seht ihr den Eid aus Morgoth's Ring, links der Text aus dem Silmarillion und oben läuft nachher meine Übersetzung durch. Ich habe mir die Freiheit genommen, den Text selbst zu übersetzen. Natürlich angelehnt an den Text aus dem Silmarillion und übersetzt von Morgoth's Ring. Der Eid lautet also wie folgt. Sei er Feind oder Freund, sei er verdorben oder rein, Brot von Morgoth oder heller Valar, Elder oder Maiar oder nachkommender Mensch noch ungeboren auf Mittelerde, weder Gesetz noch Liebe, noch Waffenbündnis, Furcht oder Gefahr, noch das Schicksal selbst soll ihn verteidigen vor Feanor oder Feanors Sippe. Wer auch immer versteckt oder hortet, in die Hand nimmt, findet, behält oder fern von sich wirft einen Silmaril. Das schwören wir allen, Tod werden wir ihm bringen, ehe dem Ende aller Tage, Kummer bis ans Weltenende. Unser Wort erhöre, Eru Ilúvatar, in die ewige Dunkelheit verurteile uns, sollte unser Vorhaben scheitern. Auf dem heiligen Berg höret als Zeugen und an unser Gelübde erinnert euch Manwë und Varda. Diesen Eid schworen Feanor und seine 7 Söhne. Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranfir, Curufin, Amrod und Amras, während sie im Fackelschein ihre Schwerter hochhielten. Für sie war dieser Eid verpflichtend. Bitte merkt euch diese wichtigen Worte. Sie sollten für die nächsten 500 Jahre von enormer Bedeutung sein. Nachdem die Noldor dies gehört hatten, brach beinahe Streit zwischen ihnen aus. Fingolfin und sein Sohn Turgon sprachen sich gegen Feanors Plan aus. Denn auch sie waren Teil von Feanors Sippe, also galt dieser Eid auch für sie verpflichtend. Wäre Finarfin nicht gewesen, wäre es zwischen den Parteien zum Schwertkampf gekommen. Finrod, der älteste Sohn Finarfins und seine Brüder schlossen sich aus der Freundschaft zu Fingolfins Söhnen der Reise an. Auch Galadriel tat dies, doch schwor sie selbst keinen Eid. Doch war sie durch Feanors Worte bewegt. Und sie hatte noch andere Beweggründe. Diese und ihre spezielle Beziehung zu Feanor wird im Silmarillion nicht erwähnt. Hier muss ich die Zeit kurz etwas zurückdrehen. Galadriel selbst galt als die größte unter den Noldor, mit Ausnahme von Feanor. Doch sie war klüger als er. Was für Feanor interessant war, waren ihre Haare.
denn die Elder sagten sich untereinander, dass diese das Licht der Bäume einfangen würden. Diese Haare hätte er also vielleicht verwenden können, um das Licht in die Silmaril zu bringen. Also hatte er Galadriel dreimal um eine Flechte gebeten und dreimal hat sie diese Bitte abgelehnt. Daraufhin waren sich beide übel gesinnt. Auf der Reise nach Mittelerde versuchte sie alles, um Fëanor entgegenzuarbeiten. Zusätzlich wollte sie die Herrschaft über Mittelerde erlangen, was auch eine Motivation war, mitzugehen. Nun wieder zurück ins Jahr 1495 im Zeitalter der Bäume. Die Schar der Noldor machte sich nun fertig für den Aufbruch nach Mittelerde. Finarfin sprach noch einmal seine Bedenken gegenüber dem Vorhaben aus. Doch kam von der Menge einheitlich ein »Nimmer, wir wollen fort!« Da Fingolfin und Fëanor aber bei verschiedenen Noldor unterschiedlich beliebt waren, trennte sich die Schar auf. Denn nicht alle wollten Fëanor als König anerkennen. Somit waren es zwei Scharen, die fortzogen, um die Silmaril zu holen und in das große Reich Mittelerdes zurückzukehren. Als Fëanor mit seinem Trupp durch das Tor der großartigen Stadt Tirion trat, kam ein Bote Manwes heran und wies ihn darauf hin, dass er keine Hilfe von den Valar zu erwarten habe. Zudem sagte er, dass die Noldor frei in Tirion sein dürfen und kommen und gehen, wie sie wollen. Nur Fëanor ist davon aufgrund seines Eides ausgeschlossen. Als Antwort motivierte Fëanor zuerst sein Volk dazu, durch ihr Leid zur Freude und zur Freiheit zu kommen und wandte sich dann zum Boten. Dem sagte er, dass er Manwë ausrichten solle, dass er zwar vielleicht Morgoth nicht besiegen kann, er kann aber versuchen, ihn anzugreifen, denn er wird ihm Wunden schlagen, dass es selbst die Valar mitbekommen. Der Bote verneigte sich vor Ehrfurcht und ging von dannen. Beide Scharen der Noldor gingen aus der Stadt und ließen vieles hinter sich. Nur einige Dinge, die sie geschaffen hatten, nahmen sie mit. Für viele war es das letzte Mal, dass sie diese Stadt sehen sollten. Als sie vorangingen, kam Fëanor in den Sinn, dass es fast unmöglich sei, nach Norden zu gehen, um die Helcaraxe, die Meerenge im Norden, zu passieren. Die einfachste Möglichkeit wäre es, über das Meer zu fahren. Doch ob und wie er es schafft, damit setzen wir uns in der nächsten Folge Tolkien chronologisch auseinander. Möglicherweise eine Folge, die sehr stark mit Memes gespickt sein wird. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Wenn euch das Thema Tolkien gefällt, schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei. Zum Ende wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und auf Wiedersehen.